Oh, bitte, Quapuzzi, lass mich in Ruhe. Boah! Alter! Du kommst jetzt bald an der Spitze des Turms an und hast noch 5 Feuersturms auf dem Lager. Naja. Wenn schon, denn schon. Oh, ein Volltreffer auf Kleinstein! Schlitzer! Wir kriegen Schlitzer! Kann ich da was Gutes was vergessen noch? Zerschneider wird nix. Raserei. Kannst du mal nachdenken, mal Raserei loszuwerden. Ja, weg mit Raserei. Oh, Georock hatte mir gerade was reinballern wollen, aber da war nix. Da ging nix. Oh, will ich das Item? Ja, wenn ja, ich rennst, will es übrigens. Wenn du rennst, drehen die sich immer um. Ah, toll. Also sollte ich nicht rennen, oder wie? Hab ich überhaupt Stärke? Ich hab gar keine Stärke denn her. Irgendwo von hier, ne? Das kriegt man aus einem Häuschen. Kriegt man hier nicht schon Fliegen? Mal gucken. Ah, hier ist erstmal Geheimtrank. So. Ich glaube, langsam werde ich Erdhaar brauchen, weil mein Glurak keinen Schlitzer mehr hat. Oh. Du bist doch eh bald raus, oder nicht? Ja, hoffe ich. So, Feuersturm auf Quapuzzi, so. Gucken wir uns das mal an. Was, der Typ kann sogar was verkaufen? Gucken wir mal in das Haus hier. Hier gehen wir weg. Und da ist ein... Ja, ich bin bald raus! Ah, ich weiß aber nicht mehr, wie rum ich an den Trainern vorbeikomme. Ist das nicht egal? Naja. Ich will ja die Trainer nicht bekämpfen, die hier noch sind. So, da gehe ich so rum. Oh. Hier haben wir ein Fluchtseil. Das ist ja sehr schön. Damit komme ich auch nicht an der Seite raus, wo ich raus will. So. Was hat mir jetzt Grüni da gegeben? Hat mir Grüni was überhaupt meinst was? Du? Ich hab auf andere Sachen geguckt, tut mir leid. Ich sprich ihn doch nochmal an, dann weißt du es doch. Ja, Moment. Erstmal Feuersturm hier rauf. So, jetzt gehen wir hier durch. Zack. Ja, gehen wir mal auf Grüni und ist schockiert. Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und kam rein. Oh ja, es ist ja sehr schlimm. Leute, die einfach so in anderer Leute Häuser kommen, ne? Frechheit. Der gibt dir Potrott. Okay, ja, will ich. Ja, kein Platz. Brauchen wir's? Nein. Oh nein, mein Pokémon schläft. Und ich habe keine Pokémon-Flöte. Ich glaube, das Pokémon wurde auch von Twitch Plays Pokémon freigelassen, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Oh. Die haben es überhaupt erst bekommen? Ja, ja. Es ist so einfach, ein Haus zu laufen und jemanden anzuquaken, ist doch keine Kunst. Naja. Ich meine, die haben es geschafft, Zapdos zu fangen, okay? Ja, okay, das haben sie, das stimmt. Das habe ich sogar gesehen. So, hier ist noch ein Haus, da kann ich mal rein. Bla bla bla! Ja, oh, Pipi. Was ist denn jetzt eigentlich hier? Was hat die mir. Achso, ja, ich kann die Medizin holen. Gut, dann hole ich mir jetzt noch das Item. Super Trank! Yay! Ja, aber trotzdem, irgendwo muss ich doch Stärke jetzt noch herkriegen. Oder war das in Oliviana City? Wenn ja, dann wäre ich jetzt ziemlich am Arsch. Kann das sein? Es wäre nicht unmöglich. Aber wo da? Komm, guck mal nach. Frag mal unseren Freund. Ja, ja, das ist ja schon... Fotostudio, nein, das ist auch nicht richtig. So. Aber irgendwo könnte es in Oliviana City gewesen sein, tatsächlich.
Bin mir noch nicht sicher, wo. Nicht vielleicht doch in Teak City. Oder in Teak City? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es war irgendwo. Ich glaube, du hast mit Olivia richtig gehabt. Ah, toll. Wir können ja gerade mal in Hardgold gucken, ne? Aber in welchem der Häuser war's? Im Pokémon Center? Nee, nicht im Pokémon Center, im Markt? Nein. Einen Moment. Ein Café steht hier. Wo ist wieder das Café? Aber ja, ich weiß jetzt auch, wie das da auszusehen hat. Ja, ja, ich weiß es. Fuck. Zu deiner Verteidigung, ich wusste auch nicht mehr genau, wo man Stärke herbekommt. Ich meine auch, man braucht ein Hardgold für die Arena. Für die Arena gar keine Stärke. Ja, trotzdem. Ich brauch's in der Edition, wo ich gerade bei der Arena war. Oder bin. Ich glaube, dass das Tolligste ist, du bekommst Fliegen nicht, bis du die Arena geschafft hast. Ja. Da ist das Café, glaube ich. Ja. Aber wo ist hier Stärke? So. Ich wette auf den Typen, der links am Tisch sitzt. Möglich wär's. Übrigens, ich bin gleich raus an. Aus. Also, du meinst den? Nein, ich hab mich verschätzt. Also, der muss es sein, ja. Ja, achso, den wolltest du, ja. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte den ganz links haben. Moment, ich muss mal sehen, dass ich jetzt. Ah, Mist, da ist noch ein Trainer gewesen. Nee, welcher jetzt? Also der links und der. Also er hat von Stärke geredet unten, oder nicht? Aber hat das ja auch gegeben? Nein, ich glaube nicht. Bla bla bla. Ach nee, das ist Zertrümmerer. Wovon er redet. Ich glaube, er bringt dir das Moment. Muss ein Pokémon haben, was die Fähigkeit lernen kann? Ich habe keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, die Trümmer, die sind mir sowas von egal. Nur aber, wo gibt's jetzt Stärke? Ah, jetzt erinnere ich mich. Dir rennt jemand entgegen. Also du findest auf dem Weg nach rechts von Teak City Stärke. Du brauchst es bei Hardgold hier noch nicht. Ja, aber Soul in Silber. Silber findet es im Café. Ach nein. So. Okay, gut, dann. Ja, Moment. Ab nach oben! Ich muss hier jetzt so vielen Tentachas wie möglich ausweichen, oder was? Ah. Und wieder in einen Kampf geraten. Und mir geht langsam die Glut aus bei Glurak. Du bist doch 3 Schritte vom Ausgang entfernt, oder nicht? Ja, es sind nicht mehr viele, das stimmt, aber wie viele genau? Oh Mann, was mache ich denn jetzt? In dem einen Spiel muss ich hoch, in dem anderen muss ich runter? Oh, nein. Doch, ich hab's geschafft! Ich hab's ja gesagt, du bist der Ausgang. Ich fass es nicht, ich bin durch den Berg durch. Und das Ganze ohne Blitz. Erstmal hier flüchten, dann ab ins Pokémon Center hier. So. Kampfzone. Ich denke mal nicht, dass du das Rocket-Versteck überspringen willst. Das Rocket-Versteck? Ja, du kannst ja in der ersten Generation mit einer Pokémon-Puppe das Sylph-Scope auslassen. Ah. Ach so. Aber da du ja in Grün da eh rein musst, kannst du ja mit beiden da reingehen. Ja. Was? Eine Verbrennung? Ja, im Verbrennung brennt immer noch. Mal aus der Arena von Nokshan. Ja, stimmt. So, ich versuche jetzt. Was mache ich denn jetzt als erstes? Beziehungsweise, was mache ich am besten in Hardgold? Da müsste ich doch nach unten. Nein, Hardgold muss jetzt. Na gut. Ich versuche erstmal. Tja. Ja, am besten versuchen wir erstmal. Hier rauszukommen.
Ich meine, nebenbei hoch. Du kannst natürlich in Silber jetzt erstmal die Kampfarena auslassen und einfach die Medizin in den Leuchtturm bringen. Das könnte ich, ja, aber. Und dann die Stallarena machen, bevor du die Kampfarena machst. Ja, Moment, ich hol mir trotzdem Stärke schon mal. Außerdem, wenn ich fliegen kann, dann kann ich doch wieder zurück. Fliegen kannst du ja noch nicht. Kann ich aber dann, oder? Krieg ich Fliegen nicht auch da unten? Wenn du in der Kampfarena bist, dann ja, dann kannst du fliegen. Ja, eben. Also nach der Kampfarena kannst du fliegen. Ja, deswegen würde ich sagen, das lohnt sich. Nein. Soll ich vielleicht hier drüben schon mal Gary eins aufs Maul hauen? In Rot? Sollte schnell gehen, ja. Ja. Was macht Grün eigentlich noch? Ist sie nicht auch langsam draußen? Was? Wo? Wer? Achso, Grün müsste auch bald draußen sein. Habe ich überhaupt einen Schutz? Es wäre jetzt nicht schlecht, den mal zu benutzen. Das wäre äußerst komisch, wenn du einen hättest. Ja. So, na, gehen wir hier mal noch durch. Ah, ich muss echt zusehen, dass ich jetzt mal wieder hier ein bisschen weiter irgendwo komme. Also jetzt kann ich ja mit Dings nach unten. Ah, ich habe hier noch gar nicht Surfer jemandem beigebracht. Dann machen wir das doch mal. Wem denn? Ja, gute Frage. Nicht? Hast du irgendjemanden? Gucken wir mal. Ach, hier habe ich, glaube ich. Toll. Super. Super! Du kannst doch in der Stadt hier einen Angel finden, oder nicht? Aber ich muss doch hier irgendwo noch ein Pokémon. Ich habe doch bestimmt ein paar mehr Pokémon gefangen. Das kann doch nicht so schlimm sein. So, und gerade wird mir. Was macht Raupi denn da? Ja, wieso gewinnt es nicht? Nein, das hat was damit zu tun, dass, ja. Was zum Geier macht Silber in der Z-Cups? Ja, gute Frage, ne? So, hier müssen wir jetzt noch durch. Oh Gott, wie mache ich weiter? Ach, genau, erstmal auf Blau treffen und dann schauen wir mal. Ich muss nämlich ehrlich sagen, langsam so geht mir ein bisschen der Plan aus. Kabelclub, yay! Ob man hier mit den verschiedenen Editionen mal schnell tauschen könnte? Das wäre cool. Das wäre rein theoretisch ja möglich, wa? Ja, ist die Frage, ob die sich sehen untereinander. Na, wenn du so eine Art VBA-Link benutzt. Gibt's sowas? Ich meine schon. Na, ist nur die Frage, wie macht man das dann? Kann ich dir jetzt gerade natürlich nicht sagen, aber du kannst ja mal Google fragen. Nein, heute nicht. Okay, mehr. Nächstes Mal. Ah, meine Pokémon sind nur Fliegengewichte, heißt es hier. Silber erhält VM4. Yay. Aha. So, ja, jetzt muss ich nur noch irgendwo ein Pokémon finden, was... Hat denn Abra echt nur 2 Level oder so erreicht in der ganzen Zeit? Nein, nicht Abra. Kadabra. Meine ich, ja. Der Kadaver. So, Pokémon... Es gibt hier nur ein Kadaver und das ist Radikal. Oh, wir haben nichts in der Box. Das heißt wirklich, dass... da gerade nichts geht, ne? Oh, Schiller kriegt das ab. Und wir sind gleich draußen und da! Es war so klar. Ja, aber was machen wir jetzt mit Surfer? Wo kriege ich einen Surfer her? Mach Hollow weiblich. Wie, das war's schon gegen Gary? Meine Güte. Natürlich. Egal, so. Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, ich möchte gerade einfach nur schnell aus dem Berg raus und dann... Da ist was. Da ist ein Item. Oh, schon wieder Joey. Joey, lass es einfach. Ich habe da gerade nicht die Stimmung für. Am besten hier. Alle ins nächstgelegene Pokémon Center wieder
Und da wird erstmal Rast gemacht. Hey, da ist die Angel. Da ist die Angel im Center. Ist mir gerade sowas von egal. Bei dem da? Der ist in Karten in Gold links, ja. Ah. Okay. Oder ist es nicht der Angler? Nein. Ach, scheiße. Nein, das ist nicht der Angler. Ich glaube, in einem Pokémon Center kriegt man da keine Angel. So. So, wir sind übrigens jetzt in jedem Spiel in einem Pokémon Center. Jetzt könnte man nur noch zusehen, dass die auch alle ihre Pokémon heilen lassen. Ups. So. Perfekt. Und dann sind sie alle an einer schönen Stelle und da kann man dann beim nächsten Mal fortfahren und wir überlegen uns bis dahin, wie wir übers Wasser kommen in Gold. Oh Mann, oh Mann. So, das war's dann also. Tschüss. Und vorher machen wir trotzdem noch Safe States. Überall. Außerdem, es steht 2-1 Brasilien für 5 Minuten noch. Naja, dann. Na dann. Also, trotzdem finde ich schade, dass Deutschland nicht Weltmeister geworden ist. Oder nein, dass Deutschland nicht Weltmeister wird. Für uns noch in unserer Zeitzone. Ja, schade, sie aber, sind... Aber mussten die denn mit zwei Toren Rückstand verlieren? Das wird jetzt schon ziemlich... Und dann auch noch im Halbfinale. Oh mein Gott. Das ist ja wie das Finale im Jahre 2002. Oh, das Finale. Oh Mann. In 2002 war das, ja? Ja, ja, Brasilien gegen Deutschland. 2-0 gewonnen. Oh ja. Kann das nicht sein, dass in 2002 auch im Spiel um Platz 3 die Türkei nach 10 Sekunden ein Tor geschossen hat? Ja, das war ganz, das ganz Ding habe ich ausgerechnet. Das habe ich ausgerechnet gesehen, weil wir waren da in einem Kaufhaus und die hatten da eine Sportabteilung und bam. Aber wir, ich habe nur kurz hingeguckt. Aber wir reden tatsächlich, wir reden von derselben WM, ganz genau die war das. Wir reden gerade tatsächlich von Fußball, wie können wir nur. Also dann, tschüss. Ja, tschüss.